So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Saints. Ja, im letzten Video waren wir bei sehr netten Elben, die uns verfolgt haben und uns töten wollten, nur weil wir einen Dunkelelb befreit haben. Egal. Ja, uns wurde gesagt, wir sollen uns jetzt hier in diese Ortschaft begeben. Na, dann machen wir das mal gleich. Leute anlabern. Haben Sie jemanden gesehen, der ein rotes Cape trägt? Warum? Was heißt hier warum? Sie will wissen, ob Sie so jemanden gesehen haben. Mehr geht sie nicht an. Setsuko? Sei brav. Also? Haben Sie jemanden mit einem roten Cape gesehen? Warum? Danke. Reiß dich zusammen, Setsuko. Bitte. Netter Elb. So ein Duckelb. Hallo. Hallo. Hey, du bist ein blauhaariger Bastard. Hör auf, mich so anzustarren. Ach, der ist brav. Der tut nichts. Ich kann euch nicht leiden. Wir haben dir doch gar nichts getan. Na und? Pah. Ach, lass sie Setsuko. Die ist nur gestresst. Sehr nett, diese Person. Oh. Wir haben wohl das Haus von Ranma gefunden, also von Familie Tenno oder wie auch mal hießen. Oh, selbst Yoga ist anwesend. Hier haben wir Gane, da ist Ranma in weiblicher Form. Herr Saotome, wie hieß die nochmal? Sampo? Shampoo? Egal. Wo geht's hier lang? Das ist nur das Badezimmer. Ah, wollen wir sie mal anreden? Fangen wir bei Ranma an. Ranma! Ich mag es nicht, wenn sich die Yoga in ein Schwein verwandelt und dann immer an Akanis Schoß liegt. Ranma? Hattest du das letzte Mal nicht schwarze Haare? Und du bist jetzt ein Mädchen? Ja, weißt du, oder weißt du das nicht? Wenn ich mit heißem Wasser in Berührung komme, werde ich ein Junge. Bei kaltem werde ich ein Mädchen. Es hat geregnet, als wir heimgekommen sind. Jo, so ist unser Ranma. Yuga hat mir mit seinem letzten Kampf mit Ranma aus Versehen meine Haare abgeschnitten. Sieht aber gut aus. Danke. Was ist denn? Ich habe Pichan, mein kleines Schweinchen, schon lange nicht mehr gesehen. Oh. Entschuldigt mich bitte. Ich muss nach Hause. Pichan, da bist du wieder. Yoga. Oh, nicht schlecht. Herr Saotome, sagen Sie was? Herr Chinto, wir sind wieder in unser Dojo zurückgekehrt. Das sehe ich. Ob Pichan auch was sagt, außer Quick Quick? Ah ja? Wie hau? Masami. Ich bin eine Amazone. Ach nee. Schade, ich hätte Yoga vorher nochmal anlabern sollen. Egal. Auch nicht schlecht, das ist eine echt nette Idee. So, dann gehen wir mal hier lang. Ins Inn. Okay. Da steht nur ein komischer Typ. Mann, ich wollte heute mit dem Schiff abreisen. Aber der Captain hat die Reise abgeblasen. Er sagt, solange diese seltsamen Leute in der Stadt ihr Unwesen treiben, legt kein Schiff mehr ab. Was treiben denn diese Leute? Ich glaube, sie stehen andauernd Ware von den Schiffen. Da müsst ihr den Captain fragen. Und wo ist der Hafen? Der ist im Süden der Stadt. Danke. Ah ja. Was ist das? Ist das ein Kind? Fleißig dabei, die Farbe aufrechtzuerhalten?
Masse zu Korn. Das ist doch der Typ aus Harvest Moon. Ah ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Oh, was haben wir denn hier schon für schräge Leute? Guck mal, da sind Wikinger. Glaube ich, dass das Wikinger sind. Ach, hier haben wir wieder ein paar Bands. Guck mal, was die so schönes spielen. Willst du unser Lied hören? Ja. Ja, klingt nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, woher. Dann machen wir hier. Willst du mein Lied hören? Das kenne ich auch aus anderen Spielen. Ich weiß bloß jetzt nicht woher. Nehmen wir mal hier. Hateful Second of Mana. Ja, möchtest du unser Lied hören? Ja. Okay, das lassen wir jetzt an, während wir hier jetzt alle Leute. Alle. Och nee, guck mal, das ist unser bester Freund wieder. Discus-Dude oder wie er hieß. Hier gibt es eine großartige Show. Wir haben drei Bands. Ist das nicht super? Links? Ja, kenne ich nicht. Mit dem Lied Tightland. Dann Bill mit seinem Lied Scarlet. Und zuletzt Second of Mana mit ihrem Lied. Egal. Das ist super. Eine kleine Gruppe unserer Stadt hat sich regelrecht abgespalten. Discus-Sucht macht das umsonst. Auf Seefahrten begegnet man viele Monster wie Nessie. Ja. Ich glaube, der ist ein bisschen voll schon. Matrose zu sein ist hart. Stadt ist nicht geheuer, trotzdem mehr Bier. Der hat sich ganz unrecht. Second of Mana 2, Bill und Scarlet of Mana. Sind echt gute Bands. Naja, Bill kann vielleicht noch nicht ganz so gut singen. Mein Mann verlässt nachts ständig das Haus. Äußerst mysteriös. Sind wir nicht alle kleine Afros? Ah ja, wenn du meinst. Soll ich dir erzählen, wie ich mein Auge verloren habe? Nee. So, glaube ich, ein Wikinger. Yeah! Hey, hey, Vicky, die Wikinger! Seit wir Vicky zu Hause gelassen haben, verläuft die Reise ganz schön mies. Ja, Vicky. Ach ja. Warum nicht? So. Das ist hier ein grünhaariger Typ. Ja. Krasse Haarfarbe. Keine Waffen. Aber ich? Blöde Ziege. Gehen wir mal hier runter. Mann, oh, hier sind aber komische Gestalten. Reden wir erstmal. Fangen wir hier oben an. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Sag mal, hast du hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges gesehen? Verdächtiges gibt es hier genug. Zum Beispiel diese Typen, in den Steinen ein Haus im Westen. Warum sind die verdächtig? Naja, wenn ich die nur sehe, bekomme ich schon das kalte Grauen. Das soll so eine Art Bruderschaft sein, was die da veranstalten. Alle haben diese schwarzen Kapuzenumhänger an. Was haben die in der Stadt zu suchen? Das wissen wir nicht. Die gehen ja nicht mitten auf dem Weg herum und erzählen uns ihre Pläne.
Sekte bei. Tretet unserer Sekte bei. Tretet unserer Sekte bei. Tretet unserer Sekte bei. Irren ist menschlich. Ist das bescheuert? Mein Mann kommt kaum mehr nach Hause. Er sagt mir nicht, wo er hingeht. Ich glaube, er hat eine Affäre. Okay. Ein Mädchen. Tralalalala. Oje, oje. Im Süden geht es zum Hafen. Aber ihr dürft sowieso nicht zum Schiff. Es legt dich ab. Es legt dich ab? Das sollten wir uns vielleicht genauer ansehen. Jo, gleich will aber das allein. Sehr Schweizer, Verena. Hallo, was gibt's? Was macht der Ritter da? Der ist erst vor kurzem in die Stadt gekommen. Seitdem steht er da, wie angewurzelt und starrt ins Leere. Gut, dann lassen wir ihn weiter ins Leere starren. Ab zum Hafen. Das ist ja mal ein krasser Unterschied. Was sucht ihr hier? Das Schiff legt sowieso nicht ab. Hey, hallo? Hallo? Das Schiff wird so lange nicht ablegen, bis diese seltsamen Leute aus der Stadt verschwunden sind. Sie stehlen immer unsere Waren. Und wo wohnen diese Leute? Wenn ihr weiter in die Stadt geht, gleich links. Diese Schuften. Pah. Wenn die wissen, wo die wohnen, warum gehen die da nicht selber hin? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich. Ich will dich nur mal anlabern. Ja, das hatten wir schon. Dann gibt es hier etwas Auffälliges. Ja, da sind diese Leute. Leute? Ja, die wohnen in diesem Haus da. So eine Art Sekte. Ich frage mich, warum niemand etwas dagegen tut. Das frage ich mich auch gerade. Okay, ich würde sagen, da gehen wir im nächsten Video rein. Ich sehe, ich habe nur noch ein paar Minuten. Und hier war auch noch irgendwo ein Weg. Ach, hier ging es raus. Auch gut. Gut. Dann. Ja. War ich eigentlich in dem Hostel? Ach, jetzt stimmt, da war ja Ranma. Mal gucken, ob jetzt ein Yoga wieder da ist. Ich würde ihn nämlich gerne anlabern. Nein, ist er nicht. Warum auch? So. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon einen Cut. Ja, und sehen uns in der nächsten Folge vom Sex wieder. Also dann, macht's gut. Ciao.